Wie hast du zum ersten Mal vom FZI gehört? Also über meine damalige Kommilitonin, die hat mir das empfohlen, hat selber hier gearbeitet und ja. Warum stehst du morgens gerne auf und gehst zur Arbeit? Also wir arbeiten hier an der Spitze der Wissenschaft, das interessiert mich brennend und ich bin jetzt in der Gestaltung tätig und es macht mir halt auch viel Spaß und es ist toll, dann einfach auch ein Teil über die Gestaltung, ein Teil der Wissenschaft zu sein. Was war dein schönster Moment am FZI? Also das war, als eine meiner Grafiken in der Zeitung aufgetaucht ist. Wie kommst du morgens zur Arbeit? Im Winter mit der Bahn und im Sommer mit dem Fahrrad. Das dauert so eine halbe Stunde, ist aber eigentlich schön durch den Park. Und ja. Was macht dein Büro zu deinem Büro? Hauptsächlich meine Kollegen und ja, eigentlich meine Kollegen, weil ich habe jetzt nicht meinen eigenen Arbeitsplatz, den teilen wir uns eigentlich. Also die Leute, die dort sind. Warum würdest du jemandem empfehlen, im FZI zu arbeiten? Also, weil das Betriebsklima toll ist, weil wir an der Spitze der Wissenschaft arbeiten, was super interessant ist und weil eigentlich immer neue interessante Dinge passieren. Was unterscheidet dich vom Klischee-Informatiker? Äußerlich vielleicht nicht so viel, aber ich bin Grafiker und kein Informatiker.